Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Masters Clash Channel. Heute mit noch etwas Material von vor dem Dezember-Update und ich stelle euch heute unseren neuen Clan Lögis Lieblinge vor. Das ist der Nachfolger von Semper Ultimate und der Clan bestand auch vorher schon, da waren viele Drittaccounts von uns drinnen, aber irgendwann ist der Clan inaktiv geworden, deshalb hatten wir auch den anderen Clan Semper Ultimate gegründet, aber jetzt sind wir alle wieder zurück in Lögis Lieblinge und haben hier erneut angefangen, den Clan hoch zu pushen. Wir sind schon Level 5 und das hier heute gegen Iranian Kings ist unser allererster Clankrieg wieder vereint. Wir schauen gleich mal den allerersten Angriff von Little Quida Nummer 10 auf die gegnerische Nummer 10 an. Little Quida kennt vielleicht schon einer aus Clankrieg Reviews von Semper Ultimate und er hat auch seinen ersten Account bei uns in Semper Repmes. Er ist schon relativ erfahren, hier auch mit seinem kleinen Account, den er extra nochmal angefangen hat für unseren dritten Clan, der ja jetzt bei Lügis Lieblinge drin ist. Und er fängt hier an, mit Barbaren und mit Bogenschützen außen die Wege zu öffnen, in die Mitte rein. Sehr, sehr cool hier mitgedacht. In seiner Clanburg hatte er einen einzelnen Mauerbrecher dabei und der hat es geschafft, hier die Level 2er Mauer zu durchbrechen. Die Riesen lenken super die gegnerischen Verteidigungen ab. Bogiturm und Kanone sind dann ein leichtes Spiel für die Bogenschützen, die hier von außen dann die Verteidigungen angreifen. Und ihr seht jetzt schon, es ist ein sicherer 3-Stern-Angriff von Little Qui gegen den sonst was von Iranian Kings. 10 Spieler waren wir insgesamt in unserem ersten Clankrieg und wir springen gleich mal weiter. Die Nummer 7, die kleine Wolke, hat Baran, die Nummer 8, von den Gegnern angegriffen. Und hier auf den niedrigen Leveln sind Riesen eigentlich noch relativ stark. Riesen und Bogenschützen, was anderes bleibt da auch gar nicht übrig. Wir haben hier eine Level 5er Rathaus und auch sehr, sehr häufig gesehen, auf so niedrigen Leveln macht vor allem die Clanburg einen sehr, sehr großen Unterschied. Da ist es ganz wichtig, was da reinkommt. Und wir haben hier Schweine in der Clanburg und deren Ziel war es, die Luftabwehr zu zerstören. Damit die Ballons hier ein leichtes haben, die restlichen Verteidigungen noch zu zerstören. Nichts wird ihnen mehr gefährlich, die letzte Kanone ist hier gefallen und die Schweinereiter hätten das vermutlich auch ganz alleine geschafft. Heißt, die Clanburg ist auf so niedrigen Leveln schon wirklich sehr, sehr, sehr stark und es ist wichtig, was man da denn reintut. Ich empfehle da am ehesten Ballons oder Schweinereiter, da die eben auf die gegnerischen Verteidigungen gehen und diese für die schwächeren Truppen wegräumen. Wutzauber hatte Wolke auch keine dabei, vielleicht hat sie noch gar keine, so wie es aussieht, aber mit einem Heilzauber hat das auch ganz, ganz gut funktioniert. So, wir hüpfen mal weiter, etwas weiter nach oben, in Richtung Rathaus Level 8 dürfte das sein. Hier haben wir einen Angriff von unserer Nummer 4 Leon gegen einen Rathaus 8er, der noch nicht wirklich weit entwickelt ist und etwas macht Leon hier falsch, denn er hat Blitze dabei. Wir schauen jetzt mal mit seinen Zweierdrachen. Dürfte er bald von rechts kommen. Er zieht noch den gegnerischen Clanburg-Drachen hier raus und versucht ihn dann mit einem Bogenschützen noch weiter nach draußen zu ziehen und besiegt ihn mit eigenem Drachen hier, mit einem aus der Clanburg. Und hier blitzt Leon die näheste Luftverteidigung und das ist genau falsch, das ist genau das, was man nicht machen sollte, denn man sollte natürlich die hinterste, also in diesem Fall die ganz links steht beim König, die hätte er blitzen sollen, denn die Drachen sind ja am allerschnellsten bei den Luftabwehren, die am nähersten da sind und wenn die zerstört sind, dann bleibt am Ende keine Luftabwehr mehr übrig. Deshalb immer die hinterste blitzen, weil bei den vorderen, wo man mit den Drachen angreift, da sind die Drachen sowieso schnell da und können diese Luftabwehr zerstören. Wenn nämlich die hinterste übrig bleibt, dann ist die vermutlich meistens dafür ausschlaggebend, dass dann die noch irgendwo sich durchwuseln kann und die Drachen dann doch noch besiegt. Aber nichtsdestotrotz macht aus diesem Angriff nichts. Die Zweierdrachen sind gegen diese relativ schlecht verbesserten Luftabwehren. Die letzte Luftabwehr hier ist eine Level 2er Luftabwehr. Immer noch gewappnet und stark genug und schaffen es hier trotzdem, sich durchzubrennen. Auch der König spielt da keine große Rolle mehr. Er lenkt vielleicht noch ein bisschen ab. Eine Luftbombe hier explodiert noch. Aber die Luftabwehr hier ist einfach zu schwach, um die ganzen Level 2er Drachen vom Himmel zu holen. Und da richten sich alle Drachen gegen die letzte gefährliche Einheit hier, die noch steht. Die zwei Bogenschützentürme machen da auch nichts mehr auf dem niedrigen Level. Und obwohl Leon das etwas falsch angegangen ist, waren das trotzdem schöne 3 Sterne. Und das nächste Mal macht er das sicherlich andersrum. So, noch etwas weiter nach oben.
Wir wollen natürlich auch ein paar Angriffe zeigen, die keine 3 Sterne hier geworden sind. Hier haben wir einen Angriff von Merlin gegen die gegnerische Nummer 3. Eine etwas weiterentwickelte Rathaus-Achterbase. Und wir haben hier Go-Vibe. Denn je besser die Rathaus-Achterbases werden, desto schwieriger wird es wirklich hier mit Drachen durchzukommen. Vor allem, wenn die Luftabwehren so weit drinnen stehen wie hier bei Armin. Und Merlin fängt hier von oben an mit seinen Golems gegen die gegnerische Kanone vorzugehen. Hinterher kommen die ganzen Magier und dann natürlich die Mauerbrecher, die hier den Weg aufmachen. Und häufig genutzte Taktik sind hier 4 Packers, einer davon aus der Clanburg, da passen ja genau 25 rein und 3 selber mit dabei. Die Magier laufen hier außen rum, König mitten rein und wie so meist kommt ein Drache aus der gegnerischen Clanburg raus. Aber dadurch, dass man jetzt den Giftzauber hat, ist es überhaupt kein Problem mehr. Nach dem Update kann man ja jetzt sogar noch 2 Giftzauber mitnehmen, ohne selber an wirklich großen Zaubern sparen zu müssen. Heißt, die gegnerischen Clanburg-Truppen sind noch schneller down und das dürfte das Ganze eigentlich auch noch viel, viel einfacher machen. Und ihr seht schon, hier in der Mitte drin sind jetzt schon alle Verteidigungen zerstört. Der letzte Wutzauber ist gerade gefallen. Wir haben hier einen Packer, mehrere Packers und mehrere Golems, die hier noch stehen. Links unten ist noch eine Kanone, die könnte noch etwas gefährlich werden, da sie hier noch den letzten Magier links aus dem Weg räumt. Und jetzt teilen sich die Truppen auf. 2 Packers rennen nach rechts und die Golems und noch ein weiterer Packer sowie der König verbleiben links. Und jetzt geht rechts noch einer der kleinen Packers drauf, aber die Golems fangen jetzt dann gleich an zu tanken. Es ist meistens schwierig, wenn sich die Truppen so aufteilen. Oftmals ist es besser, wenn denn die Truppen stark genug sind und es schaffen, auf beiden Teilen praktisch die gegnerischen Verteidigungen aus dem Weg zu räumen. Aber in diesem Fall ist das leider nicht ganz der Fall. Der Packer rechts ist leider besiegt worden und die Golems können da natürlich nicht viel ausrichten, da sie sehr, sehr wenig Schaden machen. Und es bleibt leider auch keine Truppe mehr übrig bei Merlin. Kein Magier, den er jetzt rechts hätte setzen können, der da dann noch auf die Kanone und auf den Magierturm gegangen wäre. Also immer dran denken, vielleicht noch eine Truppe oder 2 Truppen übrig lassen, damit man in so einem Fall dann doch noch die gegnerischen Verteidigungen cleanen kann. Und der König und die restlichen Packers haben es jetzt geschafft, sind da einmal drumherum gelaufen, aber ihr seht, hier unten bleiben noch 4 Gebäude übrig, 2 Armeelager sowie 2 Bauhütten sind da noch übrig geblieben. Dafür hätte sich jetzt eben so eine Truppe, ein Magier oder ein paar Bogis noch am Ende gelohnt. Den obersten 3-Stern-Angriff, den zeige ich natürlich auch noch, von unserer Nummer 1 von Fruchtzweck auf Aref. Das war dann unser 28. Stern. Die Nummer 1 und die Nummer 3 haben wir nicht ganz 3 Sternen können, aber 28 Sterne. Damit sind wir vollkommen zufrieden. Und ihr seht auch hier, sehr, sehr weit entwickelter Rathaus 8er. Die Mauern sind zwar noch nicht so weit und auch die Verteidigung nicht, aber die Luftabwehren, da die eine sehr, sehr große Rolle spielen, die Luftabwehren sind hier auf Level 6, uns stehen sehr, sehr weit innen, daher mit Drachen kaum eine Chance, da dagegen anzukommen. Wir haben hier auch einen Ring, der außen herum sich bildet und da würden die Drachen einfach dran vorbeifliegen. Daher greift hier Fruchtzweck mit Go, Vibe, Go, wie Mischmasch an. Er ist schon Rathaus Level 9, aber gerade eben erst. Seine Truppen sind noch nicht so stark, sie sind eher noch auf Rathaus Level 8 Ebene. Und von links oben geht's los, der Drache aus der gegnerischen Clanburg ist schon draußen. Da kommen noch ein paar Packers, Golem rechts oben, Golem links oder auch nicht. Ein paar Packers links unten und die Hexen und die Magier kommen da alle rein. Es sieht so aus, wie wenn das Ganze etwas an der Mauer oben stagnieren würde. Der Golem bleibt da hängen. Aber jetzt kommt der Sprungzauber und der verhilft hier allen Truppen unten in die Mitte hinein. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ansonsten wären die Truppen hier außen herumgelaufen und die Magier machen da rechts außen einen ganz, ganz guten Job und cleanen da die Verteidigungen noch. Da ist der Golem, der links oben stecken geblieben ist, gar nicht mehr so wichtig. Ein Heilzauber in der Mitte ist sehr, sehr wichtig hier, um die Packers am Leben zu halten. Denn in der Mitte sind meistens auch die Teslas, die denen dann natürlich relativ viel Schaden machen. Vor allem, wenn da kein Golem mit reingelaufen ist. Und jetzt noch ein weiterer Heilzauber, damit die Truppen da auch unbeschadet durch die restlichen Mauern durchkommen können. Ein Glück hier, dass Aref nur Level 6er und Level 7er Mauern hat. Mit Level 8er Mauern wäre das Ganze nämlich vielleicht anders ausgegangen und hätte anders ausgesehen.
König und Königin haben hier einmal den Kreis unten herum geschlagen und treffen sich jetzt wieder mit den anderen Truppen, die in der Mitte durchgedrungen sind. Und wir haben keine Verteidigungen mehr hier am Stehen. Es bleibt nur noch Aufräumarbeit und die ist natürlich schnell getan. Super, das war unser allererster Clankrieg hier auf Lügis Lieblingen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch Interesse zeigt. Wir haben immer noch Plätze frei, genügend für alle Leute. Wir machen häufig Clankriege, so ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche. Wir haben relativ viele Leute, die auch aus unseren größeren Clans zum Aushelfen kommen. Und wir haben da relativ viel Spaß, sind alle deutschsprachig, alle über 18. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch Lust habt, mit uns den Clan etwas weiter aufzubauen und auch länger da zu bleiben. Das war's wieder von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und bis dahin, ciao, ciao, hier auf Mazes Clash Channel.